Moin moin und zurück bei Grounded mit Heinrich und Mathilde. Genau die. Ja, ich wollte jetzt hier Fallen bauen. Und zwar dachte ich mir, hier ist ja so ein Untergang unter unserer Base. Und hier dieses Arschlochkäferchen krabbelt da ja immer durch. Und dann dachte ich mir, vielleicht können wir den einbauen. Boah. Dafür müsste der Arsch aber erstmal irgendwo hin, wo er mich nicht sieht. Und am besten müsste man ihn irgendwie anlocken, dass er dann wirklich da reinkriecht oder so. Dass er wirklich da unten dann gefangen ist. Das wäre toll. Weil er geht mir hier an dieser Basis irgendwie doch auf den Sack. Ah, jetzt hat er mich gesehen. Super. Ja, deine Mutter. Scheißkäfer. Hat denn jetzt seine Mutter damit zu tun? Die hat ihn gezeugt. Das ist auch scheiße. Ihn und noch viele, viele andere. Das ist wahrscheinlich auch so ein Arschlochkäfer. Wahrscheinlich. So, wo ist er denn? Vielleicht können wir ihn ja mit unseren tollen Bögen erstmal töten. Nein, da brauchst du ja 100 Schuss von. Das ist... Wo bist du, Arschlochkäfer? Kannst ihn ja beschäftigen, dann kann ich hier alles zubauen. Auf der einen Seite. Ach, ich kann den nicht bauen? So doof. Er interessiert sich nicht für mich. Ah, jetzt kommt er aber in meine Richtung. Ich muss weg. Na, kommt er zu dir? Oh, wieso ist er denn jetzt wieder heil auf einmal? Ah, komm, wir versuchen mal zusammen zu töten. Hat keinen Sinn. Ja, vor allem rennt er die ganze Zeit weg. Warte, ich hole mir noch mehr Pfeile. Wir haben doch bestimmt noch einen Arsch voll, oder? Weil ich habe nur 16 Stück, damit kommen wir nicht hin. Den brauchst du 100 wahrscheinlich. Der rennt vor allem weg, der Feigling. Ach, ich habe nur Nadeln genommen. Noch keine Pfeile. Fuck. Oh, der heilt sich die ganze Zeit wieder. Na, du musst wahrscheinlich in einem Bereich von ihm bleiben. Ah, Maidfass habe ich nicht. Fuck. Maidfass gab es ja nur von den Fliegen wieder, ne? Nee, von den Möwen. Dann müssen wir eigentlich eine ganze Menge von haben, doch. Mal gucke ich mal nach. Vielleicht habe ich sie nicht gesehen. Ich dachte gerade, das wären schon fertige Pfeile. Das sind erstmal nur Nadeln. Nee. Oh, da sind aber Pfeile. Nehme ich die doch einfach. Tausche ich. Scheiß auf die Nadeln hier. Nee, wir haben ganz viel von diesem Genanntfass, oder wie man das aussprechen mag. Das sind die, von den Fliegen oder so, ne? Das sind die Fliegen, genau. Wir brauchen Maidfass für die Pfeile. Boah, kommt diese... er? Nein, das war eine dumme Raupe, die mich erschreckt hat. Oh, hier liegen aber schon viele... Ja, das sind alles meine, danke. Wo ist der jetzt wieder? Auf der anderen Seite wahrscheinlich. Der geht bestimmt immer im Kreis. Dann halt mal die Augen offen, dann versuche ich das nochmal schnell hier ein Konstrukt hinzuballern. Eins. Die Ameisen drehen voll durch. Ja, wo oben das Lagerfeuer an ist. Oh, das kannst du hier echt nicht schräg bauen, ne? Zwei. Mein Handy vibriert und ich erschrecke mich, ey. Voll doof. Ich kann es nicht so bauen, wie ich wollte. Kann ich das kaputt machen? Okay. Du guckst noch, ja? Ja. Ich kann leider hier schräg nicht diese Kackfalle bauen.
Bratwurst? Egal. Kann ich damit Clay Foundation zubauen? Oh, ach nee, das sind die. Können wir auch versuchen. Dann baue ich hier eine Claymauer, Alter. Das baue ich erstmal so, wie es ist. Versuchen wir mal zu bauen. Das heißt, wir müssen Clay sammeln gehen, ne? Mal gucken, ob er überhaupt über diese Falle kommt. Wenn über die Falle da durchgeht, dann machen wir das weg und dann machen wir da auch Clay. Gut, dann gucken wir mal oben. Haben wir noch Clay? Keine Ahnung. Doch, doch, haben wir noch. Ich hole mal was. Ich habe auf jeden Fall Wurf und Fiber bei dem einen schon mal gemacht. Und Nadeln brauchen wir. Und Wetstem. Nadeln haben wir noch. Wetstem. Nadeln haben wir. Ja, ich weiß, davon hatte ich ja ganz viel. Oh, hier ist sogar eine Distel einmal um die Ecke. Ja. Distel Power. Guck mal, ob ich da vorne noch etwas Clay finde. Milben brauchen wir. Milben? Ja, halt dieses Maidfass, um mehr Pfeile zu machen. Ach, was brauchte ich jetzt für die scheiß Fallen? So, gucken, dass dieses Arschlochvieh nicht da ist. Ich habe ihn vorhin nicht gesehen. Ich gehe jetzt gucken, ob wir wieder etwas Leben hier haben. Was wieder gespawnt ist mittlerweile. Aber sieht nicht so aus. Hallo Ameise. Sieht hier ziemlich lehmarm aus. Ah, Nadeln, Sepp und Red Steam. Red Steam, Red Steam. Weed, Weed. Weed. Ah, wie das Gras. Doppel-E. Ja, ja, okay, Weed. Ja, ich bin damals im Osten groß geworden, da ja, gab's kein Englisch. Gavario Paruski? Ja, genau, das schon eher. Statt hier in Jedaisch. Ja, da war ich aber auch schlecht drin. Ich hab's nicht so mit Sprachen. Ah, hier ist Sepp. Mich Sepp. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich könnte Russisch. Ich kann tatsächlich nur ein paar wenige Sätze. Ich kann zum Beispiel sagen, dass ich kein Russisch kann. Ja, das ist doch schon mal nicht unwichtig, oder? Das stimmt. Ah, Spinne. Also Lehm gibt es hier leider nicht mehr. Ja. Ich will doch nur eine Pusteblume. Das Construction Area. Muss mal ein bisschen Gras gepflanzt werden. Das ist ja hier ganz trostlos. Oh. Bin ich denn kartenmäßig? Ah. Schon wieder durch. Ah, hier ist hier ist dieses giftige Gebiet. Ah, dann brauchen wir Gasmaske. Hä? Nur vier? Lehme habe ich leider keine gefunden. Trotzdem. Ich wollte ja eigentlich nach Leben schauen. Oh, Stinkwanzen! Liebe Ameisen, beschützt mich! Beschützt mich, ihr Ameisen! Oh ja, ich hab schon wieder Durst. Der ist auch nur am Saufen, der Typ, ey. Hallo, Ameise. Hallo Ameise. Das ist schön, wenn man da diese Ameisenkluft anhat. Ich frage mich, wenn man die Spinnenkluft anhat, ob die Spinnen einen dann nicht mehr angreifen. Könnte ja möglich sein, wenn das schon bei den Ameisen... Das wäre echt genial. Dann kann man sich in dem Gebiet besser fortbewegen. Das wäre voll gut. So. Wo ist Arschlochkäfer? Oh, oh, hier ist ein Spinnennest. Das heißt, hier könnte irgendwo eine Spinne rumtouren. Ja,
Ja, Vogel, ich hab gehört, mitgekriegt, dass du auf der Kamera bist. Alles gut. Don't even need to boil it. Nice and clean. Ja, ich bräuchte auch mal wieder ein nice and clean. Und irgendwie renne ich hier gerade total planlos durch die Gegend. Einfach nur, weil ich Leben suche. Nerv. Nicht erfolgreich mit Leben oder Absturz? Nein. Doch. Also irgendwie ist da der Wurm drin bei dir. Bei uns. Ja. Ach, die Falle ist in der falschen Richtung. Naja, egal. Ach. Ach, hier liegt auch noch was. Cool. Die Frage ist, liegt es jetzt an deinem Spiel oder liegt es an der Server-Synchronisation? Ups, kann man ja kaputt werfen. Und wir haben die letzte Folge ja schon irgendwie mit Bug benannt, ne? Ja. Immerhin bin ich jetzt wieder da gespawnt, wo ich aufgehört, also wo ich rausgeflogen bin und ich falle nicht durchs Level. Na gut, das ist schon mal eine Verbesserung. Ja, das finde ich auch. So, was brauchte ich? Ich brauchte... Meintest du nicht, dass wir Maidfass brauchen? Scheiße, ja, ganz viel Maidfass. Ich bin hier nämlich gerade bei der Kamera, die mit Milben befallen ist. Ja, dann kill mal da Milben, weil wir können, wir haben ganz viele Nadeln, wir können unendlich viele Pfeile machen. Vielleicht sollten wir uns auch irgendwann mal irgendwie... Hier ist noch ein Ding nicht fertig, scheiße. Mal eine Spinne oder einen Marienkäfer platt machen. Mhm. Weil die haben ja auch bestimmt tolle Sachen zum Analysieren und oh, hier liegt ein Grashalm. Baue ich das mal fix fertig. Dann gehe ich hier mal in die Höhle, weil da waren ja auch noch ein paar Milben. Vielleicht ist da auch Clay. Genau. Aber ich sehe leider nichts, weil ich zu blöd war. Ich baue mir erstmal eine Torch wieder, sonst sehe ich da unten nichts drin. Oh, ich brauche Zap. 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 Ich brauche Clay und Fiber. Oh, aber hier ist Clay. Oh, da ist ganz viel. Ist ja eine Höhle mit Fiber, eine Fiberhöhle. Fiber, Fiber. Cool. Ach komm, Sprig kann man auch immer gebrauchen. Her damit. Fiber, Sprig. Ach, Kackwurm. Brauchtest du noch einen Kackwurm? Nee, ne? Wir können immer Kackwürmer gebrauchen. Hey, komm raus, wo immer du bist. Hey! War doch mit der Schaufel oder so, ne? Mhm. Bleib doch mal stehen! Da habe ich mir erstmal eine Schleimfackel gemacht. Besser als keine Fackel. Bin voll. Hm. Droppen war das. Nee, hier ist nur Quarz, aber nehme ich auch mit. Hm. Also es gibt da schon ein paar Ameisen unter unserer Butze. Hm. Weil oben das Feuer noch an ist. Ich glaube, das lockt die einfach an.
Weil die sind doch von der Position direkt unterm Lagerfeuer. Ach nee, das Essen ist fertig. Die riechen das Essen. Das ist irgendein Schemata. Ja, da wo die Dings waren. Aber leider waren da, wo die Milben drin waren. Also da war hier Quarz, also Quartz, aber kein Lehm leider. Kann man da jetzt drauf bauen? Ja, das Thema Gras, das hört irgendwie nicht auf. Nee. Nee. So. Wo bist du denn Clay suchen? Ach, du bist ganz hinten am... Da bist du. Ich geh nochmal zum See. Vielleicht ist da ja was gespawnt. Mach das. Weil ich will unten da die eine Mauer fertig haben. Bis zur anderen Seite. Da wollte ich hin, genau. Geht schon wieder die Sonne unter? Das sind, du hast Schuhe entdeckt. Von diesem scheiß Vieh, ja? Können wir damit vielleicht schneller laufen? Ich hab keine Ahnung. Aber ich will diese Effet-Slippers haben. Ich finde das lustig. Gab es hier vielleicht Clay? Nee, hier gab es kein Clay. Da hinten muss ich hin. Nee, da. Genau. Ach ja, aber genau, wir könnten ja auch noch zusammen in den Ameisenhügel gehen. Vielleicht für die nächste Folge. Oh, machen wir das. Sollten wir aber noch mal am Ende dieser Folge ansagen, damit wir das dann nachgucken können, bevor wir die nächste Folge starten. Also wenn wir uns mal wieder fragen, was wollten wir eigentlich machen? Ja, wir fragen uns das sehr häufig. Oh. Ich glaube, der Clay braucht einfach Ewigkeiten, bis er spawnt. Ah, ne, da hinten ist er. Ja. Ne, ist normaler Stein, ne? Ah, hier ist Clay. Ah, ja, 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 hallo. Ein Richard Clay. Richard Clay. Ja, ich will unbedingt die eine Mauer da fertig haben. Ah, wir müssen hier auch noch so eine Bergwerk bauen, sehe ich gerade. Ja, wir brauchen alles. Und die Idee ist halt, wenn der Käfer, das Arschlochkäferchen, dann da einmal in den Tunnel reinläuft, dann bauen wir von der anderen Seite schnell zu. Dass er eingesperrt ist. Ja, man kann es, damit kann man tatsächlich schneller laufen. Ja, siehst du. Habe ich mir noch gedacht. Kannst du auch gebrauchen für die Spinnen. wir brauchen so eine Stinkkäfer für die Gasmaske. Stinkkäfer sind... Die großen, fiesen. Ja, wir müssen ja alles irgendwann mal töten.
dunkel hier. Ach, der Vogel ist gelandet. Das hört man immer richtig so. Batz. Oh. Da war eine Megaspinne. Was ist denn hier für eine Markierung, sehe ich gerade. Hatten wir die mal gesetzt, oder? Ja. Wahrscheinlich für den Clay. Damit wir wiederfinden, wo wir Dings kriegen. Dingens und Bummens. Genau. So. Die Werkbank ist fast fertig. Brauchen wir noch ein paar Grasplanken. Gras brauchen wir immer. Ja. Dann geht's uns gleich besser. Na ja, stimmt, hier war dieser Abfluss. Da brauchen wir bestimmt eine Tauchermaske. Wenn es die gibt. Hm? Wenn es die gibt. Bestimmt, wenn es eine Gasmaske gibt, gibt es auch eine Tauchermaske. Oh, ich sehe gerade, du hast hier eine neue Reihe von Bänden vorbereitet. Ja, ich dachte mir, ich war mit den Grashalmen fertig. Das kann es nicht sein. Man kann ja einfach noch mehr Grashalme gebrauchen. Und du hast nur eine zweite Etage, wäre ganz geil. Hallo, Vogel. Muss doch nicht wegfliegen. Ich tue dir doch nichts. Ich bin brav. Vogel, kannst du mir Clay besorgen? Ich bezahle dich auch mit Essen. Hm. Aber dann hau ich mal hier Grasplanken. Ja, ich glaube mit meiner... Clay-Geschichte bin ich hier auch am Ende bei dem See. Hier müssen wir echt warten, bis es mal wieder spawnt. Ein Teil ist gespawnt, den habe ich aber schon wieder abgeerntet. Oder wir gehen doch gleich nochmal in den Ameisenhügel. Nö, jetzt bin ich hier irgendwo unterm Stein, das ist doof. Hier raus, lass mich groß atmen. Ich bin zu jung zum Sterben. Ein kleiner Peter. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Nee, ich muss da lang. Das mit der Ansicht beim Schwimmen nervt jetzt, weil es irgendwie draußen dunkel wird und wenn ich schwimme, dann... Ah, jetzt kann ich wieder was sehen. Oh. Das Clay? Nein, dann peppelt kannst du den Popo. Ihr peppelt, ne. Ach, was sind denn das für Worte, kleiner Heinrich? Ruhe mal mit deinen Kraftausdrücken hier. Ich kann sagen, was ich will. Es ist ein freies YouTube. Dann hätte ich ja vielleicht doch meinen Facehacker zeigen können, ohne Probleme. Du mit deinem Facehacker? Da Sorry, als ich das Video gemacht habe, ich dachte eher, dass die Figuren dann doch eher so ein bisschen bestückt sind wie Barbie. Ja, hätte man denken können, aber nein. Ja, YouTube ist ein amerikanischer Konzern und die haben es nicht so mit Sex und... Die haben es eher mit Gewalt. Gewalt ist einfach. Das ist, kannst du Kindern zeigen, aber Nucky Dice, das geht gar nicht.
Ja, wie war das schon bei South Park? Sinnlose, übertriebene Gewalt ist so lang, ist absolut in Ordnung, solange nicht beleidigt wird. Irgendwie sowas war das, was da Kyles Mom gesagt hat. Ach, wenn ich an South Park denke, höre, denke ich immer an Mom, Schüssel! Oh! Ich fand das gut. Ja. Marmisch ist wirklich eklig. So, der eine Seite ist jetzt bearbeitet. Ich weiß nicht, ob der hier durchgehen kann. Ich habe den jetzt auch längere Zeit nicht mehr gesehen. Vielleicht hat er keinen Bock mehr auf uns. Dieser Arschlochkäfer. Kyles Mom, die Schlampe spinnt komplett. Was? Ich hab einen Ohrwurm. Kyles Mom, die Schlampe? Ja, das singt Cartman. Oh, der singt so viel, der macht auch so viel. Ich komm mal zu dir, Grashalme kloppen. Macht das. Vielleicht haben wir jetzt auch der Arschlochkäfer hat ja seinen Weg immer gehabt, seinen programmierten. Vielleicht ist er einprogrammiert, wenn dieser Weg nicht gegangen werden kann, dann gehst du da nicht mehr lang. Ja, kann sein. Das ist jetzt einfach durch die Tatsache, dass du da was vorgebaut hast, dass er deswegen schon nicht mehr da lang genau. geht. Ich müsste was trinken können übrigens. Ja, gibt's da nichts? Hier, mir wird aus irgendeinem Grund habe ich wieder ein Tutorial übrigens angezeigt. Unter anderem, dass ich Wasser trinken soll. Oh. Ganz putzig. Ja, verstehe ich auch nicht. Also wenn du irgendwo mal einen Tautropfen an einem Grashalm siehst, dann ich hatte vorhin, als ich hergekommen bin, zwei gesehen. Richtung See müssten locker welche sein, da wo du langläufst. Oh, warte, jetzt ist einer runtergekommen. Oh, bleib hier. Bleib hier! Ich. Ah, oh, das sieht so langsam wohnlich aus. Das ist schön. Hm. Dann müssen wir irgendwo eine Treppe hochbauen und dann wird's richtig schön. Ja, ich wollte tatsächlich da ja so die Treppe hochbauen, aber das blockiert da. Ich weiß nicht, wollen wir eine zweite Etage machen? Ja. Okay. Das soll unsere Megabasis werden. Hm? Hat er mir was? Hm. Und eine Megabasis braucht zwei Etagen. Ist ja okay. Dann könnte man hier natürlich direkt... Wir müssen ja noch alles bauen. Es gibt so viele Sachen, die wir bauen müssen. Ja, ich überlege gerade, wie man das hier machen kann, dass das nett ist. Ja, ich murmel gerade ein bisschen mit mir selber. Es tut mir leid, aber das muss ich manchmal machen. Lass uns doch deine Gedanken teilhaben. Dafür sind wir doch da. Wir hören dir doch gerne zu. Also ihr, ich nicht. Was? So klein? Da stoße ich mir hier unten in den Kopf. Ja, so ist besser. Dann brauchen wir halt ganz viele Grashalme. Mein Gott, die wachsen hier in allen Ecken. Dann hauen wir hier den ganzen Wald kaputt. Stört doch hier niemanden im Spiel. Wächst doch eh noch die Scheiße. Vielleicht werden wir doch dann eher gefunden, wenn wir das ganze Gras hier abholzen. Ah, verpiss dich. So.
So, ich habe jetzt erstmal die Treppe in den zweiten Stock vorbereitet. Dann ist das leichter mit dem Dach. Das heißt, wir brauchen wieder Stämme. Zwei Stämme fliegen da irgendwo in der Basis noch rum. Die habe ich da einfach reingeworfen. Stimmt, habe ich gesehen. Perfekt. Dann fehlt für die Treppe nur noch Dingenskirchen. Ist fertig. Von diesem Tauzeug müssen wir noch mehr bauen. Zwei reichen da nicht. Hm. Wir sind zwei Spieler, da brauchen wir vier. Aber wir können hier außen noch bei unserer Basis noch mehr bauen. Platz ist genug. Wir können auch oben uns ein Dings noch vielleicht machen. Ein hier, wie heißt es gleich? Ein Wir können das oben so wir können das so halb machen. Halb noch einen Raum und dann so ein halb Balkon. Genau, die Hälfte machen wir Balkon, die Hälfte machen wir noch einen zusätzlichen Raum. Wir können hier oben so einen Raum machen, wo wir die ganzen Trophäen, also die ganzen so Ameisenkopf und so Stühl, so ein paar Stühlchen, dann kann man sich da hinsetzen und so. Ja, wir können auch richtige Sessel machen. Ja, dann können wir uns da die Trophäen angucken. Das Wort hat mir gerade gefehlt. Ja, komm, Repair, mein Freund. Da wird oben der Trophäenraum. Ah, brauchst du noch einen Tautropfen? Grad nicht, danke. Gut, dann hole ich mir den. Ah! Ich bin durchs Dach gefallen. Es ist jetzt nicht ganz so, wie ich es geplant hatte, aber egal, jetzt ist das so, wie es ist. Wo bist du denn? Du gehörst doch zu dem Stamm da. Bist du noch runter? Nack ich dich kaputt? Oh ne, gut, gar nicht. Zu welchem gehörst du denn? Den da? Jetzt ist der Tropfen in der Luft. Ja, das hatte ich aber auch schon mal. Dass eine Zeit lang bei mir die Tautropfen so komisch in der Luft hingen, dass ich die nicht abschlagen konnte. Der eine ist... Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Tropfen, ich hab Durst da. No water filtration tablets needed. Nein, Peter, du musst sagen, nice and clean. Ich mag das, Peter. Hast du mittlerweile noch so ein Getränkbehälter gebaut? Nein. Keine Zeit gerade. Ich bin gerade eher dabei, so ein bisschen das hier zu... Bist in Baulaune. Ja, ich bin gerade in Baulaune. Ja, ist okay. Solange du nicht verdurstest, alles gut, Willow. Ich helfe auch mit... Ich hau hier alles kaputt. So pitupi. Oh, hier ist ein einzelner Grashalm gewachsen. Muss ich gleich kaputt hauen. Oh, ich sehe gerade, ich muss bald meine Axt reparieren. Hast du auch Quarz mitgebracht, hast du gesagt? Ja, ja. Ich habe immer Quarz dabei. Für mich, also immer so ein, zwei sollte man immer dabei haben. Nimmt zwar einen Slot weg, aber wenn man mal unbedingt eine Waffe braucht oder was reparieren muss, ist es schon cool, wenn man es hat. Ja, aber ich bin ja jetzt hier gerade einmal um die Ecke von der Basis, nur um ein bisschen Gras abzubauen. Da finde ich es ehrlich gesagt übertrieben, mit Quarz rumzurennen. Ah, ich bin zu faul. Wenn ich es nicht gerade so, wenn ich, zumindest wenn ich es nicht gerade sowieso schon im... Ich wäre zu faul, um das extra, weil ich jetzt hier sitze und arbeite, extra nur rauszunehmen. Ach, ich habe was zu essen. Ja.
nice and clean oder so, ne? Ah ne, beim Essen sagt er was anderes. Oh, sind wir doch schon fast einmal rum. Das ist, nimmt doch hier echt Form an. Das ist doch cool. Und da oben können wir wirklich Licht anmachen, wie wir wollen. Ja, stört keinen. Gut. Wobei, ich bin der Meinung, eine Kettensäge wäre hier ganz gut. Die hätte man auch schrumpfen sollen. Wie gesagt, seit ich damals Tanz der Teufel gesehen habe oder auch Doom gespielt habe, du kannst immer eine Kettensäge gebrauchen. Das stimmt. Dein Auto ist kaputt. Mit einer Kettensäge kannst du es reparieren. Dein Partner, Partnerin trennt sich von dir. Du kannst die Kettensäge auch benutzen. Du stehst im Stau mit der Kettensäge nicht mehr. Das ist die Lösung für alles. Bei der Gehaltsverhandlung nimmst du die Kettensäge mit. Oder bist du Schüler? Musst du Klausur machen, nimmst du Kettensäge mit. Das ist nicht lustig. Ja gut. Nicht lustig. Hm? Was war das gerade für ein Geräusch? Den Arschlochkäfer. Arschlochkäfer. Was war das gerade? War das der Grashalm? Gegen den ich gekommen bin, oder was? Ja, stimmt. Ah, die können runterrutschen, das finde ich ja super. Ich habe mich gleich ist es dann auch, wenn wir hier die Grashalmdecke haben, dann ist es auch nicht mehr so schlimm, dass die Türen so oben sind. Dann ist das so wie ein Oberlicht. Nee, ich finde es gut, die Grashalme, wenn die so auf dem Stein sind, das ist mir. Die machen auch ein Geräusch, wenn die so runterrutschen. Das finde ich cool. Und ich habe das Geräusch nicht zuordnen können. Darum habe ich gerade nochmal geguckt, ob der Arschlochkäfer da ist. Ah, ich finde es hier gerade echt angenehm ohne Arschlochkäfer. Ja. Muss man nicht mehr gucken, ob der Arschlochkäfer gleich um die Ecke kommt. Ups. Da hätte ich mal ein bisschen... Eine Fackel ist auch fast kaputt. Sollten wir vielleicht auch nochmal eine zweite... Das ist mir auch gerade passiert. Dasselbe habe ich auch gerade gedacht. Na, ich bin mal gespannt. Ich dachte, wenn wir jetzt die Folge gleich beenden, will ich mal gucken, wie viele Ameisen unter der Basis sind. Ah ja, holzen ja alles ab. Mein Ziel ist, die Dose frei zu holzen. Also, dass die Dose frei ist. Das ist wie hier bei Seven Days, bevor wir angefangen haben, da Bäume zu pflanzen. Ja. Und dann haben wir so viele Bäume gepflanzt, dass wir auf einmal voll im dichten Wald saßen. Ja, das war cool. Um die Basis herum nur noch Bäume. Es waren zu viele Bäume, da haben wir die Feinde nämlich nicht mehr gesehen, wenn sie rankommen. Ja, und wir konnten noch nicht mal mehr mit Motorrädern da durchfahren. Ja. Aber das Seven Days wird auch nie fertig. Das ist so ein Early Access Game, was... Ja, nie fertig wird. Also es... Aber hier können wir dann wirklich noch mal vernünftige Lampen, glaube ich, oben in unsere Basis reinsetzen, oder? Ja, ja, klar. Wollen sie auch hier unten rumlaufen, wie sie wollen. Also bisher kommen ja immer nur die Ameisen. Und ich glaube auch diese Rampe, die eine hätte ich weiter vorsetzen können. Nee, könnte ich nicht können, okay. Aber das müssen wir hier echt mit Leben füllen, das gefällt mir. Mhm.
Also ich fand die Idee hier auf diesem Plateau, auf diesem Stein, auch nicht verkehrt. Da haben wir eine schöne, riesige Basis. So, jetzt gehe ich aber mal runter. Oh, wir können ja hier auch, wir können ja auch Dings hier, so Fans, also so oh, Zäune bauen. Für den Balkon. Ja, aber auch oben auf dem Stein. Wir können zwei unterschiedliche Alter. Bauen. Versuch die mal zu zählen, aber 3, 6, 10 sind es nicht, 8, 9 Ameisen. Es gibt, hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, ich glaube Eule war es. Wir können eine Falle bauen mit, da können wir so die, Viecher anlocken. Hm. Und dann können wir aus der Entfernung quasi, mit Pfeil und Bogen draufballern. Cool. Ja, wir können auch so eine Blumenfalle ja, bauen. Das ist ja die Blumenfalle, die ich meine. Das lockt wohl das Ungeziefer an oder die Ameisen und so und dann kann man die halt aus der Entfernung töten. Und wir brauchen ja ab und an mal Ameisen zu helfen, ne? Ja, wenn es jetzt unter unserer Basis jetzt nicht diese 8-9 Ameisen wären, so 3-4, hätte ich gesagt, können wir ja angreifen und töten. Was? Mutation, Grasmaster. Ich bin jetzt der Grasmaster. Ich habe angefangen, hier mal Licht zu machen bei uns. Ich bin der Grasmaster. Das heißt, diese Mutation erspielt man sich, ja? Ja, wahrscheinlich, wenn man das und das so und so häufig macht. Dann wahrscheinlich. Ja, du kriegst deinen Grasmaster bestimmt auch noch. Stimmt. Also Gras ist ja hier Grundnahrungsmittel, was man hier baut. Status. Oh Gott. Ach, das kann man auch upgraden. Ich habe da erst einen Stern von. Das gibt bestimmt bis maximal 3. Cool, ich bin gerade bei diesen ganzen Ameisen froh, dass wir diese Ameisenkluft anhaben irgendwie. Ja, sonst hätten sie uns wahrscheinlich schon längst angegriffen. Ich bin ich bin froh, dass wir doch irgendwo gesiedelt haben, wo so viel Gras ist. Ja, wo sehr viel Gras ist und auch wo nicht so ohne weiteres hochkommt, weil so wie die Ameisen herumrennen. Ja gut, wir hätten auch auf dem Baseball oder so. Oder ja, aber so auf dem Baseball, ich muss mir jetzt nochmal anschauen, wie das auf dem Baseball aussieht. Weil so ein Baseball ist ja jetzt nicht so die größte Basis. Ja, der Baseball ist ja für uns größer als. Aber er hat es schon, also. Der Link ist, glaube ich, im Kommentar. Das ist, ja, ich muss mir jetzt noch vom letzten oder vorletzten Grounded-Video. Das sah schon recht cool aus. Das hat die Eule gut gemacht. Aber ich wollte das nicht unbedingt jetzt nachbauen, also. Nee, das fände ich auch irgendwie doof. So nach. Wir haben jetzt hier einen anderen Flecken. Oh, da haben wir hier richtig schön viel Platz oben. Ob man sich auch einen Whirlpool hier hinstellen kann? Man könnte, ja. Man könnte den Balkon ja so machen, bis die Treppe ist. Also hier. Warte, ich komme einmal kurz hoch. Warte. So. Bis hier machen wir noch Raum und hier vorne Balkon. Hm? Also da, Felder. Wo hier das sozusagen. Genau, dann können wir die Treppe dann mal machen. Okay, ziehen. Warte mal, dann mache ich mal kurz. Dann baue ich das schon mal vor. Gut, Gott sei Dank, die Tür können wir hier. Wollen wir denn eine Tür zum Balkon haben oder soll das so ein offener Durchgang sein? Ach, kann von mir aus offener Durchgang sein. Wir haben ja keinen Winter hier. Alter, das wäre doch scheiße, wenn es Winter geben würde. So klimamäßig. Jetzt hast du ja schon Balkonen. Ja, bis wir die Basis fertig haben, da werden noch echt Folgen vergehen. Das ist halt so.
Aber dafür sind doch solche Spiele da, ne? Dass man bauen kann. Ja. Und bauen. 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 Und bauen. Jo. Wahrscheinlich haben wir bis dahin, weiß ich, wie viel Grashalme platt gemacht. 1000 Stück oder so. Ah, an dem Donut sind jetzt mal die Ameisen. Ich plane hier jetzt einfach mal ein bisschen. Die Folge könnte man Grasrodung nennen, ne? Wir roden ja die ganze Fläche weg. Oder Grasmähen. Rasenmähen. Boah, das ist, nimmt kein Ende. Aber das ist halt so das Schöne auch im Handwerk. Wenn man da was macht, egal ob man Maurer, Elektriker vielleicht auch, Zimmermann oder so ist, man sieht, was man macht. Das ist halt was Schönes. Also das ist wirklich... wenn man programmiert oder so, sieht man zwar den Programmcode, aber irgendwie ist das nichts Greifbares. Wenn ich jetzt wirklich eine Mauer gemauert habe, dann sehe ich, wow, ich habe eine Mauer gemauert oder so. Das ist wirklich was Schönes. Das habe ich hier so ein bisschen auch das Gefühl. Wenn ich was baue, dann sehe ich, was ich tue und dann ist man auch so ein bisschen stolz drauf. Das ist schön. Oder nicht? Jupp, jupp. Jupp, jupp. Ich plane gerade so ein bisschen. Ja, ach, du machst das Dach? Super. Da habe ich mich nie Bock drauf. Dächer ist nicht mein Ding. Also Dachdecker hätte ich nicht werden können. Hier ist ja nur eine Rampe. Ja, weil die andere da nicht möglich war hinzusetzen. Das heißt, du hättest... Oh, das wird ja richtig schicki-schicki. Schicki, schicki. Ja, ich bin mal gespannt, wie es aussieht, wenn das wirklich auch ausgebaut ist. Ja, das wird richtig Porno werden. Das wird richtig geil werden. Soll das Dach oben so spitz zulaufen oder wollen wir da auch sozusagen ein Flachdach in Häkchen? Oder soll es ein Spitzdach komplett sein? Ich glaube, Spitzdach kriegst du nicht hin, oder? Kriegst du ein Spitzdach hin? Ich kann es probieren. Versuch mal. Du kannst ja wieder abreißen. Ich mag Spitzdächer, also ich finde die ganz nett. Ah, ich muss mal was trinken und essen, verdammt. Dann ist man wieder nur im Spielmodus und vergisst wieder... scheiße. Nein, nicht das Müllfleisch. Ah. Also was ich schön finde, ist, dass man sozusagen das hier planen kann, wie man es hinstellt, ohne dass man gleich schon Material verbrät. Ja, das finde ich auch super. Das machen andere Spiele nicht so. Da können sich mal eine Scheibe von abschneiden. Hier, Ameise, warte mal, ich hab was für dich. Ameise, hey, hey, hey. Ameise. Hier, Junge. Jungs, bleibt doch mal stehen. Hier, ich hab da so vergammeltes Essen für euch. Viel Spaß damit. Nimmst du es? Nimm. Ah! Na los, trau dich. Trau dich. Ist lecker. Hab ich vergammeln lassen für euch. Na komm. Junge, ich brauch hier Grasplanken. Komm mal an Land. Wer, ich? Ja, du. Ich hab Hunger. Dann ist was. Ich hab nichts zu essen mehr. Nix essen da. Ich auch nicht. Wir müssen jetzt verhungern. Und aus dieser Dose ist... Oh, doch, da ist was zu trinken drin. Lecker. Schlüpp und schlüpp. Bin ich ein bisschen ich satt auch, und ich hier auch noch mal ein bisschen was ab. Ah ne, davon sind so viele hier in der Ecke. Ja. Nur aus sicherer Entfernung mit Pfeil und Bogen. Aber ansonsten, wir haben ja auch noch diese Acorn Bites. Ja. Die können wir auch essen. Kann man die vielleicht besser grillen oder so? Nee, die musst du so essen. Bin ich jetzt nicht so überzeugt von. Das musst du dir vorstellen wie die Fettraupen in Conan. Ja. Nee.
Aber unten sieht es langsam richtig wohnlich aus, ne? Ja, mit so... Ja, 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 ja. Das sieht gut aus. Und die Dose ist wirklich frei. Warte, ich plane das Dach nochmal ab, bis die Wände wirklich stehen. Mhm. Nicht, dass das jetzt hier in diesem blauen Modus gut aussieht und dann ist es doch nicht so gut. Nee, alles okay. Haben wir so erstmal ganz viel zu bauen, also. Da können wir noch 5 Folgen nur bauen. Ja. Ja, das ist das, was wir bei Kunde nicht mehr ganz so viel machen können, weil da haben wir ja schon unsere Megabasis stehen. Ja, ist richtig, richtig, richtig. Und gerade das Bauen macht ja einfach wirklich unglaublich viel Spaß. Ja, solange man halt eine gute Idee hat, was man bauen möchte. Ja, und was man so vor Augen hat, so da möchte ich hin, das möchte ich haben. Dann kann man das sehr gut machen. Ja, dann kann man damit Stunden verbringen. Und dann stört es einen auch nicht, wenn man irgendwie die ganze Folge nur damit beschäftigt ist, Grashalme abzuhauen. Ja, man kann sich ja unterhalten. Über Kettensägen. Zum Beispiel. Aber langsam werde ich dann doch hier mal, glaube ich, demnächst ein paar Ameisen töten. Oh, ich habe leider einen Grashalm im Hintergrund kaputt gemacht. Nein. Da wird nie wieder ein Grashalm wachsen. Nein. Wir brauchen vor allem auch Holz dann fürs Dach. Ja, Löwenzahn meinst du? Genau. Jetzt sammeln sich die Ameisen am an diesem Hotdog. 3, 6 Stück schon. Am Hotdog stören die mich nicht so sehr. Nee, mich auch nicht, aber die sind... Sind unter unserem Haus noch ein Haufen? Oder sind die jetzt weggewandert? Ich hab noch nicht runtergeguckt. Ich gucke mal. Ah, Mistkäfer. Ach, das reicht mir jetzt. Sind weg, weil wir haben Feuer ausgemacht. Kann das sein? Ah, hier, nee, es ist Müll. Jetzt könnte man eigentlich schon die andere Seite planen zuzumachen. Aber ich hab's ja nur... Meinst, wenn sie gerade schon weg sind, dann sollte genau, man... Genau, aber ich hab's ja nur für den Mistkäfer gemacht. Und dann, also dieser komische Käfer, der ging mir ja nur auf den Sack. Die Ameisen stören mich ja nicht. Ja, so schön wie es ist, ich glaube, wir beenden mal die Folge. Ich sehe nämlich gerade, ja, die geht schon lang genug. Okay. Und wir machen ja gerade nichts anderes außer Gras sammeln. Gras. Gras sammeln extrem. Ja. Gras sammeln Mania. Ey, was willst du hier auf einen Stein? Verpiss dich, du Ameise, sonst bist du des Todes. Geh nach Hause. Lass hier mal einen Stein in Ruhe, du. Sonst fütter ich dich nie wieder. Ja, mal gucken, was wir nächstes Mal machen. Ob wir wieder Gras hacken oder ob wir dann Gras hacken. Oder ob wir Gras hacken. Lasst euch überraschen. Vielleicht hacken wir auch Pusteblumen. Ja, das könnte man auch hacken. Pust, pust. Ja, oder wir können auch irgendwelche Besorgungen für was anderes machen. Müssen ja jetzt nicht... Ja, vielleicht hat ja auch Börgel das nächste Mal wieder irgendeinen schönen Auftrag für uns. Ja, wir können noch Pfeile sammeln oder Gasmasken oder... Mal versuchen, irgendwelche Viecher zu töten. Ja. Ja. Könnte man sich auch dran wagen. Ah, wir wollten in den Ameisenhügel nächstes Mal. Okay, merken, Ameisenhügel. 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 Gut, Ameisenhügel. Ameisenhügel. Ja, dann soll es auch für heute gewesen sein. Ja, wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren. Ansonsten, die es noch nicht gemacht haben, schämen und abonnieren. Ja, dann bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Genau. Tschüss.